Hi meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute stelle ich euch den Instaxshare SP3 Drucker vor. Mit dieser neuen Art von Drucker wird es nun möglich sein, eure Selfies und Fotos auf eurem Handy per Bluetooth zu drucken. Noch dazu sind die Fotos im Gegensatz zum vorherigen Drucker, der Instaxshare SP2, viel größer. Nun kommen wir aber zum Inhalt der Box. Einmal sehen wir Anleitungen. Anleitungen werden immer mitgeliefert und davon auch nicht wenig. Als nächstes springt mir auch schon der Akku ins Auge, denn der Drucker benötigt einen Akku, den ihr erst einlegen müsst. Somit könnt ihr dann den Drucker aufladen. Deswegen ist natürlich auch ein Ladekabel vonnöten, das wird natürlich mitgeschickt. Dann holen wir nun das Ladekabel aus der Verpackung. Aber damit es keine Störungen gibt, gibt es auch noch einen mitgelieferten Ferritkern, der das verhindert. Den öffnet ihr und klemmt dazwischen dann das Ladekabel. Aber kommen wir nun zum Besten, nämlich den Drucker. Ich habe den Drucker in Weiß-Silber ausgewählt, den gibt es aber auch noch in Schwarz und Rose Gold. Die Instaxshare SP3 ist trapezförmig und wiegt 312 Gramm. Die Fotos sind 6,2 x 6,2 cm groß. Bevor wir überhaupt mit irgendetwas beginnen können, müssen wir den Drucker aufladen, denn dieser wird nicht vorher aufgeladen. Dafür ist hier ein Charging-Fach. So, der Drucker ist nun aufgeladen und jetzt können wir auch den Film einlegen. Dieser ist natürlich immer lichtschutzverpackt und ihr könnt jetzt schon sehen, dass das Format viel größer ist. Man sollte das hier nicht eindrücken, weil sonst könnten wir den Film beschädigen. Und hier vorne haben wir eine gelbe Markierung, die wird gleich noch von Bedeutung sein. Die Klappe öffnen wir, indem wir dieses Filmzeichen nach unten drücken und ihn öffnen. Hier ist nämlich jetzt eine gelbe Markierung, die hat der Film auch. Und so wissen wir genau, wie wir ihn einzulegen haben. Jetzt schließen wir die Klappe und dürfen sie auch nicht mehr öffnen. Schalten wir den Drucker an. Erleuchtet das Symbol hier grün. Das ist die Anzeige, ob der Drucker genug geladen ist. Das ist er jetzt aber nicht wirklich. Hier sind 10 Lampen. Je nachdem, wie viele noch leuchten, wissen wir, wie viele Fotos noch im Film enthalten sind. Schaltet ihr den Drucker zum ersten Mal ein, wird auch euch direkt die Lichtschutzfolie ausgedruckt. Diese ist unnötig und die könnt ihr einfach wegschmeißen. Als erstes müsst ihr euren Instaxshare SP3 über das WLAN mit eurem Handy oder iPad verbinden. Habt ihr das getan, gibt es die Instaxshare, die müsst ihr euch auch herunterladen, denn damit könnt ihr dann eure Fotos bearbeiten. Hier könnt ihr dann auch in der Ecke links euer letztes Projekt begutachten oder auch, wenn es euch so sehr gefällt, nochmal drucken. Als erstes drücken wir auf Wählen Sie auf Fotos und können uns dort ein Foto aussuchen. Auf meiner Amerika-Reise habe ich natürlich jetzt genügend schöne Fotos, die ich hier aussuchen kann und ich kann auch direkt sehen, wie ich sie in diesem Polaroid-Format halt hätte. Ich finde das Foto sehr schön, aber möchte dann nochmal das genauer begutachten, gehe auf Bearbeiten. Dort kann ich mal auch nochmal aussuchen, welcher Teil vom Bild jetzt zu sehen ist und welcher nicht, denn das ganze Foto passt leider nicht auf das Foto. Natürlich lässt sich das Format auch drehen und zoomen. Natürlich gibt es auch Filtereinstellungen, wie ein intelligenter Filter, ein Schwarz-Weiß-Filter oder Sepia. Ich finde mein Foto aber ohne Filter am schönsten. Findet ihr aber keiner dieser Filter schön, könnt ihr euch selber auch einen Filter aussuchen. Also die Helligkeit verändern, den Kontrast verändern, sowie die Sättigung. Seid ihr damit nicht zufrieden, könnt ihr es auch wieder zurücksetzen. So, der erste Teil wäre geschafft. Jetzt gehen wir auf die Vorlage. Bei der Vorlage können wir uns aussuchen, ob wir zum Beispiel das Bild einfach so lassen, also Standard, oder ob wir unten etwas einfügen. Noch dazu lassen sich Collagen erstellen, das Foto also aufteilen, da gibt es auch unterschiedlichste Möglichkeiten. Wenn euch das aber auch nicht zusagt, gibt es auch noch die Möglichkeit, das Foto auf zwei Polaroids aufzuteilen. Wenn es zu groß ist und ihr aber wirklich jedes Detail drauf haben wollt, teilt ihr die einfach. Ich lasse es aber normal, weil mir es so am meisten gefällt. Und dann drücke ich auf OK. Wollen wir unser Foto nun drucken, gehen wir auf Anschließen und Drucken. Und dort werden wir gefragt, ob wir auch mit dem richtigen Drucker jetzt hier verbunden sind. Und das sind wir. Deswegen gehe ich auf Anschließen. Jetzt müssen wir einen Code eingeben, der
uns vorgegeben wird. Den können wir aber dann nachher auch ändern. Jetzt wird das Foto zu dem Instashare rübergesendet und gedruckt. Nun bekommen wir die Mitteilung, dass der Druckvorgang fertig ist. Wir bestätigen das und können unser Foto nehmen. Das Foto werde ich jetzt schnell vor der Sonne verstecken, damit es sich auch gut entwickelt. Hier haben wir dann auch nochmal die Anzeige, dass wir noch 9 Fotos übrig haben. Und hier bekommen wir auch noch eine Mitteilung, dass wir mit dem Drucker verbunden sind und dass der Drucker auch ziemlich leer ist, wir ihn also aufladen sollen. Jetzt wird auch unser letztes Projekt angezeigt. Vielleicht sagt euch ja auch die Funktion Teilen zu. Dort könnt ihr die Fotos auf allen Social Media Kanälen, die ihr habt, hochladen. Hier sind meine letzten 2 Projekte. Es gibt noch eine coole Funktion. Ihr könnt euch auch eure eigene Vorlage entwerfen. Ihr sucht euch eine Vorlage aus, je nachdem, was euch zusagt. Ich nehme jetzt zum Beispiel das hier. Das ist natürlich jetzt noch nicht mit einem Bild besetzt, da drucken wir dann drauf und suchen uns ein Foto aus. Ich habe jetzt zum Beispiel das hier von Toronto genommen, da bin ich mit meinem kleinen Bruder und meiner Mutter drauf. Und natürlich können wir den Text hier auch beliebig verändern mit Informationen über das Datum vielleicht, den Ort, das Wetter, je nachdem, was ihr darauf schreiben wollt. Die Schriftart könnt ihr auch verändern und ihr könnt auch die Farbe verändern. Ja, das war's dann auch schon mit der Review und der Instashare SP3, die ich natürlich in der Infobox verlinkt habe. Ich habe diesen Drucker von fotomaster24.de oder fotodörling zur Verfügung gestellt bekommen. Aber nun schauen wir uns das Foto einmal an, wie es geworden ist. Es ist noch nicht ganz entwickelt, es braucht vielleicht noch eine Minute, aber so sieht es bis jetzt aus. Ich kann euch auch nur einen Tipp geben, bearbeitet das Foto nie zu hell, denn das Foto wird, wenn es gedruckt wird, noch mal heller sein, als ihr es erstellt habt. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich abonnieren, kommentieren, liken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.